Weiter geht es mit einer neuen Atreus-Folge God of War Ragnarok. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Was? Ja, natürlich. Gewinnspiel läuft. Ja, natürlich. Gewinnspiel läuft. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Warum Discord? Weil es sonst keinen anderen Weg gibt. Ich kann euch sonst leider nicht kontaktieren. Das haben nämlich die meisten Menschen, denke ich mal, Discord. Wir können auch mal, keine Ahnung, das Ganze mit Instagram machen. Wenn die Leute sagen, ja, Instagram wäre für mich viel, viel besser und logischer. Vielleicht machen wir dann mal eine Instagram-Runde bei irgendwas. Bam! Aber der steckt es weg, der Lude. Hör ich dann Raben von Schmodin? Oh, die gehst du gar nicht kaputt. Edle Krieger, die hier vorne sind. Ich höre einen Rabe, aber es ist auf dem richtigen nur ein Weg. Rabe. Hätte ich bloß einen Kompass. Stimmt, wir haben ja keinen Kompass, das sehe ich ja jetzt erst. Habe ich die ganze Zeit gar nicht realisiert. So, ihr kleinen Albträume. Neun Erfahrungspunkte gibt es hierfür. Und welche Armeen erwarten mich jetzt hier? Einige glimmen noch so ein bisschen, aber sind tot. Das ist nicht gut. Adios, Muchacho. Nochmal ein Adios. Oh, ich bin irgendwie under the map, yo. Bam. Und erledigt. Der Bogen ist halt ultra OP. Komm schon, gib ihm. Was? Das kann er auch noch blocken? Das ist ein bisschen krass, oder? Block this, Mother F. Oh oh. Stop it, boy. Einfach bombardieren. OP-Bogen regelt. OP-Bogen regelt hardcore. Kratos mit seinen Steinfingern. Der griebscht da rein. Mal die Nummer hier. Er ist tot. Nice. Alright. Na, Mama, visier doch die da an. Ich kann das, richtig? Ja, ich kann das. Hoffe. Spekulativ würde ich sagen, ja, mit deinem OP-Bogen. Wow. Freya dürfte nicht mehr weit sein. Ich muss nur diese große Tür finden. Moment, hier gibt's aber sonst... Doch, hier ist noch ein bisschen was. Ey, glaubt mir, wenn man hier gründlich spielt und immer schön das ganze Hacksilber mitnimmt und so, das ist später schon wichtig, finde ich. Es macht auf jeden Fall eine Menge aus.
Weil ihr seht ja, was es alles kostet dann, die Upgrades und so, das wird schon teuer. Auch die Schlacke und alles, was man braucht, um sich eine Rüstung erstmal herzustellen und dann noch verbessern. Hallo da unten. Hey, bist du zur Vernunft gekommen? Ja, ich meine, ich überlege es mir nicht anders. Ha, du hast doch Zweifel. Hey! Hast du die nie? Besser als etwas zu bereuen. Ich weiß nicht, ob ich dir da zustimme. Aber bitte, mach weiter. Die Reue ist vielleicht auch nicht weit. Tja, die Welt gehört den Mutigen. Ist leider ja, so. Das ist die Tür. Oh Gott, reißt sie uns den Kopf ab? Wir werden es herausfinden. Freya? Ich komme hey, in Frieden. Freya. Wie? Kann ich eine alte Freundin nicht besuchen? Ist doch nichts dabei, oder? Ich meine, nur weil ich für den Tod deines Sohns verantwortlich bin, heißt das nicht. Er ist schon verantwortlich dafür, ne? Er hatte. Wie bitte, Freya? Warum ich das um den Hals trage? Die Pfeilspitze, an der dein Sohn starb? Gute Frage. Ich bin so tot. Er hatte auf jeden Fall maßgeblich Schuld daran, dass Baldur besiegt wurde. Und getötet wurde. Klar, Kratos hat ihm das Genick gebrochen, aber. Ja. Ach, die weiß doch schon, dass wir hier sind. Freya! Wärst du bei Sindri geblieben? Halt! Stopp! Dein Vater. Wo ist er? Nicht hier! Schickt er dich? Nein! Er weiß es nicht! Bleib lieber weg! Er nahm ihr den Sohn. Wieso glaubst du, ich tue nicht dasselbe? Weil du besser bist. Wettest du dein Leben darauf? Du denkst, du kennst mich? Du hast mich noch nicht getötet. Während du überlegst, lass mich doch los und ich sag dir, warum ich hier bin. Es hat keinen Sinn, deinen Vater zu verteidigen. Sein Schicksal steht fest. Aber du weißt, wer an allem schuld ist. Ich komme nicht ran an Odin. Und ich brauche es nicht. Ragnarök holt ihn. Ja? Und ich sag dir jetzt, er war in Midgard. Er kam zu uns. Bot uns Frieden, wenn wir nicht bekämpfen. Sagt Ragnarök, sei abgewendet. Er lügt. Kann sein. Aber laut Groas Prophezeiung hängt alles von einer Armee Riesen ab. Die Riesen warten auf den Krieg in Jötunheim. Nein, ich war dort. Da ist keine Armee. Nicht mal ein Riese. Nur ich. Du. In Jötunheim erfuhren wir es. Mutter war die letzte Hüterin unseres Volks in Midgard. Und das ist noch nicht alles. Die Riesen haben Prophezeiungen über mich. Sie kennen mich als Loki. Ich glaube, ich soll helfen, Odin aufzuhalten. Irgendwie. Aber da alle Riesen tot sind und du nicht kämpfst, hat er schon gewonnen. Arbeiten wir doch zusammen. Du kannst wieder kämpfen. Davon bin ich weit entfernt. Na schön. Schon gut.
Aber wir fanden Tyr. Du könntest mit ihm reden. Tyr ist am Leben? Ja. Wir befreiten ihn aus Svartalfheim. Unmöglich. Die neuen Welten sind geschlossen für alle. Nein. Wir öffneten den Weg. Wir wissen nur nicht, was jetzt. Aber wenn wir uns alle verbünden... Genug. Genug! Verschwinde von hier. Geh und komm nicht zurück. Geh, bevor ich mich besinne. Erwarte nicht dieselbe Gnade für deinen Vater. Wird sie Kratos am Ende wirklich töten? Das schwebt ja über uns. Das schwebt über uns wie das Damoklesschwert. Der Tod von Kratos. Die Abgabe von Vater an Sohn. Metallreste. Schallnachbeben. Kann ich da irgendwas verbessern? Ausrüstung, Accessoires, leer. Nahkampfangriffe auf Gegner, die von Schall betroffen sind, fügen zusätzlich Betäubung. Okay, oh, warum nicht? Hab sonst ja eh noch nichts. Let's take it. Skadoosh. Und jetzt die Kiste. Na schön, ich bin nicht tot. Aber Antworten habe ich keine. Also war das alles vielleicht nur große Zeitverschwendung, was ich bei Sindri niemals zugeben werde. Oder du siehst es als Erfolg an, denn du hast Silber und Loot. Das ist doch auch schon mal was. Und irgendjemand klingelt an meiner Tür. Gut, dass ich gerne klettere. Aber ich spiele gerade, also geh weg. Ich erlebe hier ein episches Abenteuer an meinem Monitor, weil im echten Leben gibt es sonst keine Abenteuer mehr. Zumindest keine epischen. Deswegen muss ich das hier durchleben. Hier bin ich ein großer Kriegsgott. Ymir sei Dank. Dir geht's gut. Wie ist das gelaufen? Ich dachte schon... Sindri, ich hab doch gesagt, ich kann das. Aber sie wird uns wohl nicht helfen. Wo ist deine Halskette? Hm? Oh, ich hab nachgedacht und sie abgelegt. Sie hat sie, nicht wahr? Heute war dein Glückstag. Also erzähl, wie war es so mit dem Chaos? Ich... Das war gerade repariert! Alles gut, alles gut, alles gut. Ich krieg das hin. Golda! Ich habe immer noch meine Tricks, falls du mich brauchst. Ja, dann trickst doch mal. Einen Augenblick. Guck hier, so macht man das. Nachtmare, du bist schlecht. Ey, jetzt entspann dich, sind doch nur Nachtmare. Das repariere ich später. Los, verschwinden wir hier, bevor noch etwas uns umbringen will. Ja, gute Idee. Verzeih mir, aber erzählen wir deinem Vater davon? Schließlich hast du reinen Tisch gemacht. Niemals, dann bist du tot. Stimmt. Ach, apropos reiner Tisch. Ich bräuchte zu einer Sache deine Meinung. Einer Sache, die ich lange vor meinem Bruder geheim hielt. Ich erzähl's dir auf dem Rückweg. Los, komm. Dann erzähl, wir sind doch gerade auf dem Rückweg. Das Draugos. Ja, das nervt. Jetzt weißt du mal, wie sich dein Vater fühlt. Au. Alter, die sind echt, also Nachtmare sind echt stark. Was Schaden angeht, putzen die rein.
Gute Arbeit. I'm very proud of you. Okay, zurück zum Alfheim-Turm. Wie war das? Lange vor deiner Geburt gab es einen Unfall in der Schmiede. Brock starb. What? Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich ging zum Seelensee in Alfheim, um ihn zurückzuholen. Legionen von Seelen versuchten, mich aufzuhalten. Ich spüre immer noch, wie sie über meine Haut kriechen. Allerdings konnte ich nur 3 seiner 4 Seelenteile zurückholen. Sindri. Brock dachte, er war bloß ohnmächtig. Ich habe ihm nie die Wahrheit gesagt. Das nagt wirklich an mir. Du musst es ihm sagen. Er hat ein Recht darauf. Wenn die Zeit kommt, das gilt auch für deinen Vater. Das ist nicht dasselbe. Alter, das ist aber echt übel. Ich meine, Brock ist ein Zombie? Mit 3/4 Seele? Hau weg den Dude. Schild, natürlicher Feind. Von Pfeil und Bogen. Au. Jedenfalls hast du was Gutes getan. Du hast Brock gerettet. Ich hab Mist gebaut. Nein. Ich traf eine Wahl. Eine, die nicht meine war. Was heißt das, eine Wahl? Ich konnte nicht allein sein. Die anderen Zwerge mieden uns, als sie ihn sahen. Wir gingen, hielten zueinander. Naja, Vergangenes ist vergangen. Es muss dich nicht beschränken. Gehen wir heim, bevor Vater aufwacht. Das ist heute Nacht vielleicht dein bester Einfall, Tre. Tre? Ist ein Klappe. Tre. Na, ich weiß ja nicht. Ich find's eher interessant, dass Brock wirklich. Hey! Darf ich dir keinen Spitznamen geben? Was denn einer? Wie du meinst, Luke. Nein. Das war noch schlimmer. Ich find Luke besser als Tre. Hast du beim Aussprechen gemerkt? In Ordnung. Komm ich denn an den Loot? Wollen wir? Anscheinend. Aber das Ding kannst du ja anscheinend nicht anhalten, oder? Es wirkt eh alles so, als würden wir da auch nochmal hinkommen. Oder hin dürfen. Ich will nicht mit leeren Händen kommen. Nach dem Fehlschlag mit Tyr wollte ich nur... Mal langsam, kleiner Jöten. Tyr hat deine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt, aber ein Fehlschlag? Du hast ihn vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Das ist nicht wenig. Und hey, vielleicht hilft er uns ja doch noch. Vielleicht. Aber Vater macht dabei nicht ewig mit. Er hat wahrscheinlich schon unser nächstes Versteck ausgesucht. Tja, machen wir es nicht schlimmer, indem wir erwischt werden. Wenn wir ankommen, verwische ich unsere Spuren am Tor und schleiche hinten rum. Und du verhältst dich unauffällig, aber schnell. Ich wette, der ist wach und... Ah, der ist ja nicht blöd. Obwohl, der hat ihn die ganze Zeit schon getäuscht. Ich war mir nur mal ganz eben schnell die Beine vertreten. Das ist nicht die Gefahr, die mich besorgt. Trauen wir dem Pfad, den sie für uns wählen werden. Ich traue ihrer Weisheit. Und näher kommen wir nicht an ihren direkten Rat. Bist du sicher, dass die Riesen nicht zum Krieg raten? Ich sagte, sie sind weise. Nach meiner Erfahrung geht das mit Frieden einher. Oh, kleiner Bruder! Hab ich's doch gewusst! Atreus, wo warst du denn? Pinkeln. Ich hoffe, ihr habt Hunger! Wie ein Bär. Sind alle so ausgeruht wie ich? Bin gleich unten. Sind das Würstchen? Klar, warum nicht? War Essen früher nicht besser? Dann würdest du sicher gerne mal für diese Bande kochen, hm? Abgemacht.
Was? Atreus, wir planen das nächste Ziel. Oh, und wo geht's hin? Alfheim, die Heimat der Alben. Alfheim? Du hast Alfheim und wir ziehen dahin? Hinziehen? Nein, wir suchen Informationen. Der Schrein von Groa, Kleiner. Dein Vater sagt, du hast ihn gefunden. Groa? Hüterin des Wissens? Oh, vielleicht kann ich dort ein Geheimnis lüften. Ja, warum nicht die Seherin, die alles sah? Ich wusste nicht, ob du... Egal, klingt toll. Alfheim. Hey, vergiss nicht das, womit du dorthin kommst. Wisst ihr was? Ich baue einen größeren Tisch. Mehr für mich. Brock ist ein Zombie. Tyr, du willst uns wirklich begleiten? Ja, wenn ihr bereit seid. Also, wenn dein Vater bereit ist, sollte ich sagen. Wenn mein Rat euch helfen kann, die gesuchten Antworten zu finden, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Und ich glaube, es wird mir gut tun, das Licht von Alfheim wiederzusehen. Dieses Alpenlicht ist verdammt gut. Alter, Brock hat ja alles aufgegessen. Alles weggefuttert. Der Olle. So, gibt's irgendwas Neues? Zwergenstall. Ja, da muss ich irgendwie rankommen. Er hat's getan. Tyr hat wirklich in meiner Besenkammer geschlafen. Ist das normal für euch große Götterwesen oder nur für die, die ein, zwei Leben lang eingesperrt sind? Der höchste Mensch der Welt folgt immer dem logischsten Weg. Sogar ohne. Na gut, Freunde. Ich mochte unsere Gespräche immer sehr, wisst ihr. Ja, und es ist schön, dich wieder als freien Mann zu sehen. Die schwelgen da hinten in Erinnerung. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Auf Wiedersehen und... Ciao!